erstens, der war eine wichtige Persönlichkeit in der Smauch, der war auch sehr wichtig. Und zweitens, was er bei der Hinrichtung gemacht hat, das war echt vorbildlich. Und das ist die Dersmek, alle Dersmek könnten sich mit dem sich identifizieren. Also, erstens, er hat nicht bereut. Er hat einfach mal verteidigt. Er wusste schon, was mit ihm passieren wird. Und Ihsan Sabri Çalyangil erzählt, es war dunkel und überall war leer. Aber der Seher sah Schrei, als wäre die ganze Stadt mit Menschen voll ist. Wir sind Nachfolger von Kerbela. Wir sind unschuldig. Das ist ein Mord. Er sagte, ich habe ja gar nicht verstanden, wieso er so geschrien hat. Aber Sedrza wusste ja schon, dass die Nachfolger von Dersma diesen Appell einfach mal bekommen und dass das folgen würde. Und wenn wir jetzt überall in jedem Veranstaltung gucken, diesen Andankstag gucken, dann sehen wir schon Bilder von Sedrza. Hören wir dann schon Eulade Kerbeleime, Bechetau, Begunaime. Das heißt, dieses Schrei von Sedrza hört man. Und Sedrza ging selber dorthin. Da war ein Armenier, der ihn hinrichten wollte, der bezahlt war natürlich. Und der schieb ihn einfach mal zur Seite, ging selber dorthin und seinen Stuhl selber runterfällt. Und diese Art von Sedrza ist vorbildlich. Das ist ein alter Mann, der sich mit Kerbela identifiziert und alle Dersma und Aleviten können sich mit dem Sedrza identifizieren. Der hat einen langen Bart, der war ein sehr alter und weiser Mann. Also deswegen, der ist eine sehr, sehr wichtige Person. Persönlichkeiten auch für Dersma und Aleviten.